Ja, was wir da in dieser Woche aus Koblenz hörten, das war ein politischer Paukenschlag. Durch SWR-Recherchen kommt heraus, dass der noch amtierende Koblenzer Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttich bis heute zusätzlich zu seinem Salär ein Ruhegehalt bezieht. Kurz vor seiner Amtsübernahme war er in den einstweiligen Ruhestand als Staatssekretär versetzt worden. Quasi ein goldener Handschlag. Und als wäre das nicht schon genug, bringen jetzt weitere SWR-Recherchen zutage. Die Landesregierung wurde bereits vor Jahren darauf hingewiesen, dass dies problematisch sein könnte. Und änderte dennoch nichts. Edgar Verheyen mit der ganzen Geschichte. Es war vor 8 Jahren. Joachim Hofmann-Göttich will Oberbürgermeister von Koblenz werden. Dabei hatte er schon einen höher dotierten Posten, den des Kulturstaatssekretärs im Kabinett von Kurt Beck. Und sollte er als Oberbürgermeister deshalb am Ende weniger verdienen? Das sollte er nicht. Jedenfalls wird der Staatssekretär OB von Koblenz und kurz zuvor in den einstweiligen Ruhestand versetzt. So kann er Monat für Monat 1.500 Euro zusätzlich aus dem Landeshaushalt erhalten. Das sei okay, fanden und finden die Verantwortlichen. Die damaligen Beteiligten sagen, es hat Gründe für die Versetzung in einstweiligen Ruhestand gegeben. Doch knapp 4 Jahre später nahm sich der Rechnungshof der Angelegenheit an und prüfte. Als er damals seinen Bericht vorlegte, erfuhr die Öffentlichkeit davon nichts. Denn der Bericht, der zur Sache vorliegt, war vertraulich. Der Inhalt hochbrisant. Die Prüfer halten fest, die Angelegenheit sei problematisch. Den Staat kostet die Aktion am Ende 300.000 Euro. Zuletzt schreiben die Prüfer: Vor diesem Hintergrund hält der Rechnungshof die Prüfung der Möglichkeiten zur Korrektur der Angelegenheit für erforderlich. Seit diesem Montag haben wir mehrfach die Staatskanzlei dazu um eine Stellungnahme gebeten. Erst gestern erklärte der Chef der Staatskanzlei: Der Rechnungshofbericht, den Sie jetzt anbringen, ist ja seit Jahren bekannt. Er hat auch in der Rechnungsprüfungskommission des Landtages schon eine Rolle gespielt und hat dann mit der Beratung dort seine Erledigung gefunden. Bemerkenswert, trotz der Kritik des Rechnungshofs liefen die Bezüge weiter. Die CDU-Opposition hält das Ganze schlichtweg für einen Skandal. Der Bericht zeigt auf, dass es scheinbar eine Selbstbedienungsmentalität der SPD-geführten Landesregierung gab. Es ist eigentlich nicht zu erklären, wie man sonst einen Staatssekretär in den vorzeitigen Ruhestand schicken kann, wenn doch klar ist, dass er gleich danach die Stelle als Oberbürgermeister in Koblenz antritt. Bemerkenswert auch, Hofmann-Göttich will dazu nichts vor der Kamera sagen, äußerte sich zu seinem Gehalt aber vor 4 Jahren gegenüber der Koblenzer Rheinzeitung. Im Übrigen werde er als OB 2 Stufen geringer bezahlt als in seiner vorherigen Tätigkeit als Staatssekretär. Gelogen war das nicht. Hofmann-Göttich hat nur einen Teil der Wahrheit weggelassen. Ein politischer Skandal zweifellos, doch wie ist das juristisch zu sehen? Wir baten daher gleich 2 hochkarätige Juristen um ihre Einschätzung. Die Staatsrechtler Professor Battis links sowie Professor von Arnim. Die Versetzung von Hofmann-Göttich in den einstweiligen Ruhestand war, nach allem, was wir wissen, rechtswidrig. Sie war eine öffentliche Verschwendung zulasten der Steuerzahler. Denn Beamte, politische Beamte, darf man in den einstweiligen Ruhestand nur dann versetzen, wenn das Vertrauen des Ministers in den Beamten erschüttert ist. Nun, hier drängt sich der Verdacht auf, dass die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand erfolgt ist, um die Versorgung aufzubessern. Das ist eindeutig und dazu gibt es eine ganz klare Meinung, ist völlig unbestritten, ist ein Missbrauch, Willkür und willkürlich darf eben auch ein politischer Beamter nicht in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Nach eingehender Prüfung des Rechnungshofberichts geht der Speyerer Verfassungsrechtler noch einen Schritt weiter. Man könnte prüfen, ob das strafrechtliche Untreue ist. Die Staatsanwaltschaft ist meines Erachtens hier aufgefordert, in diesem Sinne zu ermitteln. Pikant. In Koblenz findet derzeit wieder eine OB-Wahl statt. Neben dem CDU-Kandidaten tritt mit David Langner wieder ein Staatssekretär an. Wird es für ihn auch ein Ruhegehalt geben? Es gab kein Angebot, es wird auch kein Angebot geben. Und selbst wenn es eins gäbe, ich würde das nicht annehmen. Wie gesagt, es steht ganz klar fest, es wird kein Ruhegehalt in irgendeiner Form für mich seitens der Landesregierung geben, wenn ich Oberbürgermeister werden sollte.
Auf jeden Fall ist die Affäre Hofmann-Göttich eine Belastung für die SPD. Am Sonntag wird man sehen, wie der Wähler das kommentiert. Und das Ergebnis können Sie dann natürlich bei unseren Kollegen von SWR aktuell sehen.